Das ist ja die absolute grottigste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Ein ganz bestimmter YouTube-Kanal ist die Pein jedes Nerds. Jedes MCU-Fans, DC-Fans, Star Wars-Fans. Es ist eine absolute Plage. Millionen von Views und Millionen, nicht ganz Millionen, von Abonnenten hat dieser Kanal angesammelt. Und immer und immer und immer wieder erwischt er mich. Screen Culture. Einer dieser Kanäle, die Fan-Trailer machen, aber diese nicht so benennen. Hier ist zum Beispiel einer. Marvel Studios The Fantastic Four First Trailer 2025, Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Wenn man das sieht, den Titel und das Thumbnail, denkt man zuerst, krass, die haben schon einen Trailer, die haben doch noch gar nicht angefangen zu drehen. Wo haben sie denn den Trailer her? Nun, früher waren das Zusammenschnitte aus verschiedenen anderen Filmen und Serien, in denen die Schauspieler kamen, die einfach jemand zusammengerödelt hat, um einen Art Fan-Trailer zu machen. Über die Zeit wurde dann die Definition von Fan-Trailer aus den Beschreibungen und Co. genommen und es wurde so dargestellt, als wäre es der tatsächliche Trailer. Und dadurch wurden die Klicks noch und nöcher. Ein grauenhafter, wie ich hörte, ich habe ihn noch nicht gesehen, Trailer zu The Fantastic Four wurde von Screen Culture erstellt und heute werde ich da einmal drauf reagieren. Ich erwarte nichts Gutes, ich erwarte nur Müll, aber vielleicht ein interessantes Konzept, wer weiß. Aber ich möchte nur ganz kurz nochmal unterstreichen, ich hasse Screen Culture und ich kriege ständig auch Screen Culture Sachen zugeschickt von Leuten, die denken, das sind echte Trailer. Aber sind das nicht. Es ist Müll und jetzt sogar AI-Müll. Also, schauen wir uns das doch mal an, was wir da sehen. Time, it's something powerful. Mr. Reed Richard. I was unaware that my life was running out of time. Oh Gott, ist das scheiße. Ist das scheiße getrackt, ach du Kacke. But we ended up living longer than we should have. We are a team. Don't forget that. Das ist aus dem 2015er, das ist richtig scheiße, das ist auch richtig scheiße. Ist einfach in a time where people wouldn't even imagine the things that will happen. There's a place we can go. Das war Ant-Man. Reed called it the negative zone. It's too dangerous. Es ist geil, dass da einfach dieser aus diesem Cowboy Drama. Wie oft kommt das Wort Time noch vor? The timeline. Reed, what are you hiding there? War das eine gerade von Ghost Rider? War das gerade, was war das? It's not what, but who? Oh mein Gott, ist das scheiße. Och nö. Und hier kommen direkt Avatar 3 und Deadpool und Wolverine. Ah, das ist auch der richtige Trailer bestimmt, oder? Nee. Ist das der richtige Trailer? Nee. Hat er den richtigen Trailer zerschnitten und andere Sachen gemacht? Nee. Doch. Oh mein Gott. Ich kotze. Okay, darum kümmern wir uns vielleicht später mal. Ey. Also. Also ich möchte noch mal kurz sagen, Screen Culture ist nicht nur scheiße, also von dem Clickbaity-Ding, es ist auch scheiße. Also, okay, hier unten steht, these fan-made trailers getting so good, I almost believed this was real. Wie? Wie hast du geglaubt, dass das echt war? Da sind, also ich meine, gut, da sind Szenen drin, die sind einfach quasi Face-Swaps, einfach nur mit dem Reed Richards aus 2000, noch was, hier, das hier zum Beispiel. Das ist ein Face-Swap von Pedro Pascals Gesicht auf einem, übrigens, das ist nicht, so sieht Pedro Pascal einfach nicht aus. Also das Gesicht, ja, die Nase vielleicht, aber der komplette Kopf nicht. Man sieht sogar den Rand, wo das Gesicht von Pedro aufhört und das vom Originalschauspieler anfängt. Und die anderen Szenen sind halt irgendwie so zusammengecroppter Shit aus irgendwie anderen verschiedenen Filmen. Was das hier ist, weiß ich auch nicht, aber seine Lippen sind auf jeden Fall nicht das, was er sagt. Ist das Gravity? Ich weiß es nicht. Das ist auch irgendwas komplett anderes. Das ist richtig scheiße getrackt. Ich glaube, das ist aus Last of Us sein Gesicht. Das ist auch richtig scheiße. Also wirklich, das sieht alles aus mega zum Kotzen aus. Und was ist das hier? Das weiß ich auch nicht mit dem Earth Shield. Wo kommt denn das jetzt her? Das ist Star Trek, oder? Ist das aus Star Trek mit dem Schild? Das ist wieder, ne, der hä? Also wirklich,
Auch dieser Effekt ist richtig Müll. Ich glaube, das hier ist tatsächlich sogar Chris Evans mit dem, ja, das ist Chris Evans mit dem Gesicht von, also das ist alles komplett durcheinander. So, also ich weiß hier überhaupt nicht, wer, was, boah, sieht das schlimm aus. Don't forget that. Das ist aus 2015. Da, guck mal, da sieht man sogar. Da, seht ihr das? Der Effekt ist nicht nur schlecht, das ist auch nicht Joseph Quinn. Und das ist einfach der Mund von Chris Evans und der Rest von Joseph Quinn. Also, warum? Diese Kanäle machen mich wahnsinnig. Das ist so scheiße. Nicht nur, dass es scheiße aussieht und einfach hingesloppt wurde, ja. Also es ist halt, also okay, es ist nicht gut gemacht. Ist es einfach nicht. Es ist wirklich nicht gut gemacht. Die Thumbnails sind halt manchmal so, dass sie einen auf den ersten Blick catchen und man denkt, oh krass, das ist echt. Aber wenn du den Trailer siehst, siehst du, das ist halt irgendein gerotzter Scheiß. Die Tatsache, dass die ganzen Sätze, sie haben einfach nur jeden Satz mit Time gesucht und du siehst, dass die Leute, die Screen Culture machen, keine Ahnung von auch Scripting haben, dass alles, alle Sätze, alle Phrasen, die da drin waren, waren einfach kompletter Schrott. Es ist einfach nur Timeline, the timeline runs out, I don't have time. Boah, ist das kacke. Also da wäre ich wirklich sauer, weil das macht halt einfach nicht nur, zieht es nochmal so diese Idee herunter, wo Leute, ne, also wenn du mal überlegst, Leute sind sowieso schon so on the edge, dass Sachen halt schlechtes CGI haben. Und dann, was ist denn das? Ist das, was ist das mit dem Feuer? Das ist doch auch irgendein ganz anderer Film. Ja, dass die schlechtes CGI haben und schlecht geschnitten sind. Und dann kriegst du hier einen schlecht geschnittenen, schlecht ge-CGI'ten, schlecht ge-After Effects, einen schlecht gerotoscopen. Also, das könnte ich besser machen. So. Ich sehe da jetzt schon 10 Punkte, wo ich besser hätte tracken und rotoscopen können, als das, was hier passiert ist. Das ist ja die absolute grottigste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Also wirklich. Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Ja, also weiß ich jetzt auch nicht, was das wird und was das soll. Aber Screen Culture, ich meine, guck mal, das Video hat 519.000 Aufrufe. Wisst ihr, wie viel Geld das ist? Das ist 2 Wochen alt. Der wird auch noch über 1 Million kommen wahrscheinlich. Wisst ihr, wie viel Geld das im Verhältnis? Ihr müsst mal überlegen. Ich mache im Monat, sagen wir mal, wenn ich 200.000 Aufrufe auf meinem Kanal habe im Monat, habe ich so 1.500 Euro. Das sind 500.000 Aufrufe auf einem Video. Wisst ihr, wie viel fucking Geld der, mit wie viel wenig Arbeit dieser Typ da macht oder Gruppe von Leuten? Ja? Ey, das macht mich wahnsinnig. Weil ich weiß, da draußen gibt es Leute, die nicht nur das besser können, sondern das diskreditiert halt auch die Leute, die die echte Trailer machen, die echten Filme machen, die echten Visual Effects Artists, die nicht irgendwelche 14-Jährigen mit einer After Effects gecrackt sind. Das ist wirklich, das macht mich sauer. Das macht mich so sauer, sowas. Mich macht sauer vor allem, dass diese damit so viel Geld verdienen. Das. Ja, anyway. Habt ihr noch irgendwelche anderen beschissenen Trailer, die ihr mir schicken wollt, die ich mir angucken soll? Schreibt mir das gerne. Screen Culture ist auf jeden Fall top of the line, was beschissene Kacke angeht. Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Reaction-Video wieder, wenn ich mich wieder ein bisschen beruhigt habe, hoffentlich. Ciao!